Jo, herzlich willkommen in Pa Hoppla, in Palma de Mallorca. Genau. Wir fliegen nach Vitoria in Nordspanien. Wieder mit Ibex. Ja, 700 Leuten und Tutu Freund. Ja, so wird es aussehen. Ne? So sieht es aus. Also, ab ins Cockpit. Battery is on. Dann ins Overhead-Panel. Battery is on. Wir starten die APU nach und Logo gehen on. Ja, dann das Tablet hochfahren, wie immer. Damit wir die Beladung vornehmen können. Wir nehmen mit 5266 Kilogramm Sprit, 60 Passagiere und im hinteren Laderaum 200 Kilo. Achtung. So, nochmal ins Oberhead-Panel. Die APU ist hochgefahren. Packs 1. Links und rechts auf an. Die Air Conditioning ist an. Die Hydraulik geht auf Auto. Wir machen schon mal die Checkliste hier soweit durch. Soweit sind wir klar. Dann gehen. Sind wir ready for boarding? Welcome crew, we're ready to get going now, so as soon as you're ready, you can open the doors and start letting the passengers on board. Thank you. No problem. Aus. Die Reverser können wir ahnen. Dann sind wir. Schläft mir doch tatsächlich die Hand ein. Wir fliegen von Lima Echo Papa Alpha nach Lima Echo. Lima Echo Victoria Tango Load Error. Habe ich mich vertippt? Lepa nach Left. Habe ich das mit runtergeladen? So, was reinkommen. So, nochmal. Jetzt hat er's. Hi, we're just about set up here, so we're happy for you to close the doors once everyone's on board. Thank you. Performance init. Wir setzen schon mal die Speeds und probieren uns das rein. Wir haben 7,6. Trimmung auf 7,6 zu stellen. Ich setze hier die Trimmung mal. Okay, great. Sit. Wir fliegen auf Light Level 320. Und execute. Wieder Transition Altitude ist 6000 Feet. Execute next page. Arrival ist auch bei 6, es bleibt Level 60. Auch bei
60 Zentimeter. Departure! Die 24R nehmen wir über die Drago 2 Alpha. Departure und Execute. Bin ja schon klein, bis 6000 Feet. Departure runway. For right via Drago Alpha departure landing 6000 feet. Jo, so war was, ne? So, die Passagiere brauchen noch einen kurzen Moment. Nav und Speed machen wir rein. So sieht's aus. Bisschen ready for taxi and engine start. Taking break is set. Wir machen die Tür. Pump. Da, falsch. Die Treibstoffpumpe. 1 und 2 an. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking, and on behalf of myself, the first officer, and the cabin crew, I'd just like to give you a warm welcome on board the aircraft. As you may have noticed, we've now closed the doors and expect to be departing in just a few moments. If you could get yourself seated and secured while we get ready for pushback, it'd be most appreciated. If you require any assistance from the cabin crew, please press the button above your head and be sure to listen to the safety briefing that we'll be playing in a few moments. You'll hear from me again once we reach our cruising altitude, but for now, once again, welcome aboard and thank you for flying with us. Aber einen kleinen Bug drin, dann machen wir das gleich. So. 0, 0, 0. Jo, dann haben wir mal scharf. So, jetzt sind wir ready for push. Und wir machen uns das mal ins Ohr. Ne? Mit pushen wir, Beacon geht an. Gepäck hoch, fährt hoch. Stay calm and listen for instructions from the cabin crew.
relevant to the emergency landing and evacuation. Leave your carry-on items behind. Life rafts are located below your seats and emergency landing will lead you to your closest exit and flight. We ask that you make sure that all carry-on luggage is stowed away safely during the flight. While we wait for takeoff, please take a moment to review the safety data card in the seat pocket in front of you. Thank you for your attention. We hope you enjoy the flight. Taxi lights on. Und Taxi. Machen wir mal die Platz. Ach Gott. Ja, in Palma de Mallorca, 30 Grad Außentemperatur, Winter von 230, also fast von vorne mit 15, 14 Knoten. Ja. So sieht es aus. Wir starten von Interception November 1. Außer mit Hexet keiner im Moment. Und jetzt kann den nicht sehen. Landen tut jetzt jemand auf der Links. Das tankiert uns nicht.
eigentlich Rückenwind im Moment beim Rollen. Das stimmt nicht. Alma Traffic Information Apex 2248 Line up runway 24 right via Interception November 1. Nicht da. Cabin nur schreiben, das haben wir alles gemacht. Das ist okay. Halma Traffic Information IPEX 2248 Take off runway 24 right. Rust sets Toga. We want to rotate. Positive climb. Yep. So, we're still on the road, on the way. 1500 Fuß gleich über Grund. Wir ziehen den Schub wieder auf klein. Und 2500 Fuß, wir beschleunigen auf 240 Knoten. Und stellen wir so. Our traffic up by there 21 usually taking off runway 24 right by November 1. Ja. Und laps up. Und Standardluftdruck und continue. Nein. Nein. Reduzierung. An.
Fuß, wir beschleunigen auf 290 Knoten. Bremsenlichter gehen aus. APU ab. So. Da geht es ab, nicht wahr? So, dann kann auch können wir noch die Reise-Taste unsere Maus machen. Ja, das geht flott hier.
Wird mein letzter Flug für heute sein. Ich hab noch was vor heute. Im Real Life. Wird da was vielleicht unternehmen in Vitoria? So, jetzt gibt es ein Filmchen für die Passagiere. Wunderbar. Unterhaltung wird großgeschrieben bei Ibex. Wenn schon die Toilette nicht gehen, ne, dann wenigstens ein Film. Vielleicht ein bisschen platt, wir könnten auf Mach umschalten und ein bisschen. Ups. Schneller steigen, dass wir schneller oben sind. So, es geht aber trotzdem relativ platt, wir gehen ja nicht so hoch. Die Flugzeit noch 42 Minuten, das ist gar nicht so weit. Noch 306 nautische Meilen. Kleiner Inlandsflug. Ein paar Touristen zurückfliegen von Malle. Schub ein bisschen zurückziehen. Good morning, ladies and gentlemen. Just a short message from the cockpit to let you know we have in fact reached our cruise level. We're now level at 35,000 feet and we're not anticipating any delays. So as the cabin crew make their way around the aircraft, please make sure you keep the aisles clear of any items and sit back, relax, and enjoy the rest of your flight. Thank you. Was ist 5% Schub? Nur einen leichten Gegenwind.
Eine Nebelmaschine funktioniert. Vor uns müssten eigentlich die Pyrenäen liegen. Drehen wir gleich nach links ab. Minuten Flugzeit. Nach rechts und dann nach links. Yep. Oh, ich weiß nicht, da hat jemand, glaube ich, ein Wiss mit mir gespielt. Im letzten Video. Aber auch einen wunderschönen guten Tag, natürlich. Ja, ich wusste auswendig nicht mehr. Ich kenne zwar das Flugzeug, aber ja. Das wusste ich nicht mehr. Ich bin auf den Vorgänger von dem Flieger gekommen. Ja, die CRJ funktioniert Gott sei Dank wieder. Ja. Nach ein paar Problemen. Und da kommt wohl jetzt eine neue Experimentalversion vom Fly-by-Wire Airbus. Die muss ich mir mal noch angucken. Da ist der neue Flugplanmanager drin. Mal gucken, wie weit die sind. Ich muss mal nachher gucken. Ich mache jetzt einmal den Flug fertig. Guck mal, ob ich mir die mal kurz drauf mache. Ich fliege die nicht so lange, wie die keine Holdings kann. Ich weiß noch nicht, was daran so schwer ist, das einzubauen, aber ich habe auch keine Ahnung, wie komplex die Entwicklung ist. Aber was man so in Videos gesehen hat zu den neuen Funktionen mit dem Flugplanmanager, das sieht richtig gut aus. Ich bin mal echt gespannt. Muss ich mal nach Salzburg oder so stellen, mal gucken, ob die Abflüge kann, weil die können die meisten Flugplanmanager primär Teile im Moment nämlich nicht, weil das mit Interceptions geht. Ja, wobei Aerosoft im Forum einfach eine Katastrophe ist. Ich habe da letztens auch was dazu schreiben müssen. Ich habe mich so geärgert. Da werden Fragen einfach geschlossen, weil kritische Aussagen kommen. Also die sind echt, verstehe ich nicht, ja, verstehe ich nicht. Denn ihre Politik verstehe ich nicht. Denen ihre Firmenpolitik.
Was macht mein Flugzeug da für komische Kurven? Okay. Er tritt ein bisschen früh ein, vielleicht. Naja, das wird noch auffallen. Dass das dann nicht funktioniert, wenn man so früh eindreht, weil so schnell bin ich ja gar nicht. Ja, ich verstehe die nicht, ja. Es gab eine lange Beta-Testphase vom Flugsimulator, ja. Da war klar, dass die Maschine nicht funktioniert und ich verstehe nicht, warum man es dann nicht schafft, innerhalb einer akzeptablen Zeit nach dem Release von dem Update die Maschine zum Funktionieren zu kriegen und dann vor allen Dingen nicht mal vernünftig zu informieren, wann es denn funktionieren wird. Verstehe ich nicht. Ich verstehe auch nicht, was gerade der Autopilot hier macht. Wird doch schon wissen, was er da tut. Gleich schreien wieder die Passagiere. Weil er zu viel rechts-links schwenkt. Viel zu früh eingedreht gerade. Aber Aerosoft, das ist ja kein Problem, wenn etwas nicht funktioniert, aber wenn man dann das nicht vernünftig kommuniziert, wenigstens irgendwie übersichtlich, dass es nicht funktioniert, weil, dann ist es ja okay. Dann weiß man ja, es dauert länger, aber das ist ja... Ja, eben haben sie auch geschrieben. Ich bin eben, wo bin ich eben angeflogen? Marseille. Ja, die Maschine hat den 4%igen Gleitpfad nicht gekriegt und ja... Nennen wir es nicht Sturzflug, ich bin etwas schnell runter. Das fanden sie nicht so toll. So, wie weit haben wir denn noch? Eine halbe Stunde ungefähr. Ach, das stimmt doch nicht. Ich muss da an. Warte, das nehme ich jetzt mit. Okay. Nach 27 Minuten muss man so langsam den Anflug planen, glaube ich. Es sind leider keine Lotsen online. Wo fliegt denn die hin? Ich bin, glaube ich, auch auf der falschen Flughöhe. Ja, ich verstehe den nicht. Aber die Firmenpolitik ist schwierig, glaube ich. Aerosoft. Ich habe denen auch ins Forum geschrieben, dass ich mir das nächste Mal genau überlege, ob ich mir nochmal ein Produkt von denen nehme, kaufe oder nicht. Wenn der Support so drauf ist. Das finde ich nicht in Ordnung, so mit Kunden umzugehen, die das in ihrem Forum machen. Dann sollen sie kein Forum machen. Reicht eine Webseite, wo das alles, wo die Informationen draufsteht, wenn sie keine kommen, wenn sie keine Diskussionen dulden. Was ist denn das? Warum ist denn da ein Klickbot? Okay. Naja, egal. Dann ist da halt ein Klickbot. Noch 25 Minuten, jetzt gucke ich mir mal den Anflug an. Wo kommt denn der Wind? 120 bei 5. Hat die 04 angebracht. LS 04. Von DGO.
Ja, so fliegen wir an. Wir fliegen die RS-04 Zulu. Golf, Oscar und Juliet arrival. So. So machen wir das, ne? Next page. Was? Die Performance finde ich deutlich besser, ja, als mit dem Sim-Update, ja. Auf jeden Fall. Ich hab's begrenzt auf 30 Frames, das ist, wenn die Grafikkarte nicht so heiß. Und wenn ich streame, streame ich eh mit 30 Frames. Und damit kann man eigentlich gut Simulator fliegen. Ich brauche keine 60 Frames für Simulator fliegen. Jetzt kommt mir eine Ryanair-Maschine entgegen. Ist noch. Sieben nautische Meilen weg. Warum sinkt denn der? Hat der es nochmal? Bin der auf meine Höhe? Da kommt er, da. Ein geiler. Das ist ein Sinkflug, genau auf meiner Route. Der krasse Typ da. Ja. Und von daher, ne, das ist schon nicht schlecht. Die Performance ist schon angenehmer. Und er stürzt nicht mehr so oft ab. Er bleibt ab und zu mal kurz hängen. Und das gefühlt sind das immer die Situationen, wo er vorher bei mir immer auf dem Desktop gecrasht ist, ja, wo er irgendein Timing-Problem hatte und dann ist er einfach ausgestiegen. Das macht er nicht mehr. Er bleibt dann vielleicht mal kurz hängen. Und dann fängt er sich kurz drauf wieder. Ja? So 2, 3, 4, 5 Sekunden und dann läuft er eigentlich wieder flüssig weiter. Und vorher hatte ich dann im Anflug immer dann einen Crash oder egal wo, ja. Top of Descent 45 nautische Meilen. Inbound. Yes. Zulu
04. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Also ich habe nämlich keine vernünftigen Höhen. Wir haben Airport Elevation von 1651 und müssen 4200 Fuß. Ups. Ja, das passt. So, an. Meine Data 108,90, das stimmt. Wunderbare Zahl. Dann. Das hier rein. Ja, die Lieferungen haben auch so ihre Probleme im Moment. Manche sind lila. Also manche Teile der Livery. Ich weiß es nicht. Die haben ja das Word Update verschoben in den September rein jetzt, dass die nächste Woche kommen sollte. Die Liveries müssten vielleicht überarbeitet werden. Wenn das weiter so bleibt, schmeiße ich meine Liveries runter und muss sie halt bei Bedarf neu runterladen. Ja? Aber das ist echt ein bisschen nervig, muss ich sagen. Wirklich etwas nervig, ja. Wo fliegt er hin? Wie geht er hin? Beide SSD habe ich mittlerweile auch, weil ich so viele Szenarien drauf habe. Und dann habe ich die auf die zweite SSD geschoben. Aber im Großen und Ganzen läuft das nach dem zweiten Hotfix richtig gut, finde ich. Also da hat sich schon in dem Jahr Flight Simulator viel getan. Ja, mal gucken. Ich denke, das wird richtig gut, wenn jetzt mal noch ein paar professionelle Flieger kommen. Oder Fly-by-Wire noch deutlich besser wird. Dann wird das richtig gut. Ja, die CAJ fliegt sich eigentlich gut. Ja, das ist auch die einzige Maschine, die von der Systemtiefe im Moment schön ist, finde ich. Der Fly-by-Wire, da fehlt mir halt das Key-Features mit den Holdings, das ich noch haben will. Aber das wird wohl auch jetzt irgendwann kommen. Und dann kann man den auch richtig gut fliegen, ja. Da werde ich den auch wahrscheinlich viel fliegen, weil der Airbus, den habe ich schon viel geflogen. Nur online fliege ich den halt im Moment wenig. Ja, wobei ich den auch online fliegen könnte, weil Holdings sind so selten. Aber manchmal braucht man sie. Ich habe die letzte Woche, glaube ich, einen Anflug auf Salzburg gemacht. Und da musste man Holding fliegen, um rumzudrehen. Quasi. Man kam von Süden und musste von Norden landen. Da ist man ins Holding rein, hat das Holding geflogen und ist dann aus dem Holding direkt wieder raus und war dann auf Landebahnkurs. Das war ein schöner Anflug. Das hat Spaß. Hat sogar funktioniert mit Lotse. Hab dem Lotsen erklärt, was ich vorhabe, und er hat mitgemacht. So, wo kommt mein Top of Descent? Da bin ich gleich. Und dann geht's abwärts. Muss aufpassen, dass ich den nicht verpasse. Eben bin ich auch ein bisschen steil gesunken.
Ich habe mir auch neue Hardware gekauft. Ich habe jetzt auch Pedale. Das ist schon geil. Macht Spaß. So, Top of Descent erreicht. Und das war schon logisch mit dem Anflug. Weil so scharfe Linkskurve kann man nicht fliegen. Daher war das schon gut. Das hat schon gepasst. So, Descent. Ja, ich habe auch alles jetzt auf Axis und O's umgestellt und da meine ganzen Sachen gematcht. Und da kann man halt mehr machen. Ja, da kann man auch teilweise Doppelbelegungen machen auf den Schalter. Dann schaltet ein Schalter, zwei Schalter im Flugzeug. Und ist im ersten Augenblick ein bisschen aufwendig. Aber macht Spaß. Ja, das Mikrofon, aber das habe ich schon wieder eine Zeit lang. Ja. Und ich habe mir Watsim auch auf einen Ohrknopf gelegt. Ich muss mal gucken, dass ich da noch einen besseren kriege. Das hat mich auch ein bisschen genervt. Wenn ich Watsim die Lotsen auf dem Fernseher habe, verstehe ich die oft nicht. Ich muss die am Ohr direkt haben. Manchmal habe ich ja Musik mitlaufen. Wie schnell bin ich denn? Ich muss Schub raus. Wobei das Mikrofon da nicht teuer war. Muss mal gucken, ob ich das noch anders befestigt kriege. Weil das hängt da vor meinem linken Fernseher, wo ich immer drauf gucke, wo ich meinen OBS laufen habe. Immer noch zu schnell. Gib raus. Naja, wenn es passt, ist ja gut. Die Qualität kann man immer schlecht einschätzen, weil man seine eigene Stimme ja so blöd eigentlich nicht hören kann, richtig. Ja, das kann man schlecht einschätzen. Egal, wenn man ein Mikro spricht und sich's anhört, denkt man immer, das hört sich blöd an. Ja, bisschen steil. Bisschen flacher sinken. Das hört sich immer, man denkt immer, es hört sich blöd an, weil man seine eigene Stimme ja zum großen Teil nicht über die Ohren hört. Warum werde ich denn zu? Was macht denn der? Ah, deswegen. Ah, ich hatte eine Restriction. Eine Höhenrestriction. Ja, so sieht's aus. Wie weit habe ich noch? 74 nautische Meilen, 11 Minuten. So, dann. Hat er das umgestellt? Nein, hat er nicht. Zack. Und der eine Flug nach München die letzte Woche, der war auch schön. Da war ein richtiges beschissenes Wetter. Das war echt interessant. Ja, auch der Lotse war auch interessant in München. War echt cool. Da war über den Alpen Gewitter. Und
In München hat es geregnet wie in Sau. Ich habe die Landebahn echt ziemlich spät gesehen. Zum Glück gab es ein ILS. Was? Mingo, was haben wir für einen Gleitpfad? 3 Grad, das passt. Das kann sogar sein, dass ich das Video kenne. Ja, da wird die Checkliste durchgeackert, wenn sowas passiert. Es gibt auch auf YouTube einen, der spielt im Simulator Notfälle durch. Und das ist echt interessant, wenn der die durchspielt, ja. Also im richtigen großen Simulator macht er das. Naja, macht auch Triebwerksausfälle und berechnet dann, wie weit er noch kommt. Und ja, bringt die dann echt im Gleitflug auf die Landebahn, ja. Mega interessant. So, ich bin auch schön im Gleit. Bisschen weniger Schub. Wundert mich, dass da nicht mehr Wind ist tatsächlich oder mehr Turbulenz. Und ich habe doch ganz schön Wind von vorne links. Ich habe herausgefunden, warum teilweise meine Bildqualität bei Twitch so schlecht war, weil OBS im Standardprofil nur 3.500 Kilobit gestreamt hat und ich dachte, hä? Was soll das? Ich darf 6.000? Und seitdem ich das umgestellt habe, geht's, ja. Videos sahen, wenn ich die mir reviewt habe, teilweise echt gruselig aus. Der läuft echt schön, schön smooth im Moment, ja. Ohne Ruckler, ohne alles. So, jetzt sind wir über Domingo. Geht's gleich ein Stück nach rechts rüber. Und wohin hast du gewechselt? Ich finde halt OBS recht vielseitig. Habe mir auch schon andere angeguckt. So, Schub raus. Ich muss langsamer werden. So, bereiten wir mal ein bisschen was vor. Haben wir mal die. Schau mal. So, dann können wir ein wenig flacher werden. Können wir langsamer werden. So, wie viele Meilen habe ich noch? 37. Ich muss den Gleitflug weiterfliegen.
Ah, da kommt der, das ALS in Reichweite. Dankeschön. So, dann lande dich da an. Seatbelt sein, geht an. So, auf 27 nautische Meilen bis zum Flugplatz. Gemacht. Cabin crew, please prepare the cabin for landing. Thank you. So, 24. Wir müssen ein bisschen schneller sinken. Dann schalten wir NavSource um. Nav nochmal an. Dass auf den Localizer geht. Dann haben wir noch 21 nautische Meilen. Raus, Lappen, 20 Grad. Ach, der berechnet mir das falsch, siehste. Macht aber nichts.
Hier dann. Cabin crew, please take your seats for landing. Thank you. Jetzt hat er ein Gleitpfad. Gleitpfad, wunderbar. Hier mal noch. Hier ist dann. Bleibst voll. Ja, ich kam zu hoch rein. Tatsächlich. Das lag an dem komischen Anflug. War ein bisschen zu langsam. Ungefähr 60. So. Crew is seated. Bisschen mehr Schub noch. Immer noch zu langsam. Bin ich auch noch nie angeflogen, den Flughafen hier. Stand! Wundervoll! 80 Knots! Cursor off! Manual Brake! Ja, ein bisschen flott, jetzt ziehen wir hier links rüber. Ja. Just that. Laps up. Und Radar kann aus. Das ist auf Standby. Und Taxi backward. Ja, die hat nochmal unheimlich geplärt bei der Landung. Ich verstehe es manchmal nicht, ja. Thrust Reverser kann aus. Ein kleiner Flughafen hier. Wundervoll. Ah, da müssen wir nach rechts. Ach, guck mal, da rechts hier die Feuerwehr. Schön. Sind, dass wir nicht so scharf um die Kurve, wenn wir die Kurve fahren. Und
rechts. Ja, stellen wir uns auf die 100. Parking brake is set. Taxi lights off. Engine. Eins aus. Das war ein schöner Flug aus. So. Passagiere verlassen die Maschine jetzt. Und an der Stelle. Was? Aus. An der Stelle darf ich mich verabschieden für heute. Dir auch danke fürs Zusehen und falls noch jemand zugehört hat, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.